Tucker Carlson entschuldigt sich für die Einmischung des amerikanischen Botschafters in innere Angelegenheiten von Ungarn. David Pressman, ein Menschenrechtsanwalt, der von Joe Biden als Botschafter in Ungarn agiert, hat sein Amt genutzt, um sich für die Rechte von LGBT bzw. Regenbogenangelegenheiten in Ungarn einzusetzen. Nach Angaben der Washington Blade rief Pressman die ungarischen Gesetzgeber während einer Breitveranstaltung in Budapest im letzten Juni auf, dieses Gesetz zu verabschieden. Damit hat sich der amerikanische Botschafter kurz nach seinem Amtsantritt rasant in die interne Politik von Ungarn eingemischt. Pressman wurde viel kritisiert, aber natürlich von den Medien auch viel gepriesen. Hallo meine Lieben, ich bin der Adi von Translated Press. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Ferne. Tucker Carlson hat vor 14 Tagen Viktor Orban in Budapest interviewt. Dieses Video haben wir euch übersetzt und hochgeladen. Die Rede, die Tucker Carlson danach in Budapest gehalten hat, ist genauso brisant wie seine Interviews. Dabei hat sich der Moderator nicht zurückgehalten. Er hat sein Heimatland, die USA, heftig kritisiert und im Namen der anständigen Bürger der USA hat sich Carlson ganz zum Anfang seiner Rede dafür entschuldigt, dass der amerikanische Botschafter sich öffentlich in die inneren Angelegenheiten von Ungarn eingemischt hat. Bevor wir euch das Video zeigen, bitten wir euch, dass ihr unseren Kanal abonniert und ein Like da lasst. Das hilft uns, diesen Kanal wieder aufzubauen. Seit 3 Jahren wurden wir heftig zensiert und mit eurer Hilfe gebt ihr dem Kanal wieder neues Leben. Vielen Dank für eure Hilfe. It is so nice to be in this retrograde right-wing hellscape. This is my second time. Es ist wirklich schön, in dieser rückschrittlichen, rechten Höllenlandschaft anwesend zu sein. Ich bin das zweite Mal in Ungarn und beide Male habe ich genau die gleiche Reaktion erlebt. Die erste Reaktion, wenn ich ehrlich bin, ist, das Essen ist unglaublich. Die zweite Reaktion ist, dass ich die Hoffnung aufgegeben habe, in diesem Leben Ungarisch zu lernen. Aber ich bewundere die Sprache. Und die dritte Reaktion ist, dass es hier nicht aussieht wie eine ultrarechte Höllenlandschaft. Es scheint tatsächlich sehr ähnlich zu sein wie das Land, in dem ich aufgewachsen bin. Es kommt mir vor wie Amerika um 1985 herum, wo es eine große Masse an normalen Menschen gab, die sich nicht so sehr für Politik interessierten. Da gab es Leute auf beiden Seiten, die ihre Argumente vorbrachten und es gab eine lebhafte öffentliche Diskussion darüber und die Leute waren sich nicht einig und sie standen nicht kurz davor, sich gegenseitig zu erschießen. Es ist alles irgendwie normal, so kommt es mir auch vor. Also, wenn das ein gefährlicher Schurkenstaat sein soll, ein rechtsgerichtetes Land, dann denke ich, dass sich vielleicht die Begriffe seit meiner Kindheit ein wenig verändert haben. Und das führt mich zu der Entschuldigung, mit der ich meine Ausführungen beginnen möchte. Ein Amerikaner, ich bin 54 Jahre alt, ich habe mein Land beobachtet und ich bin ihm gegenüber loyal. Ich werde mein Land nie verlassen, ich habe keinen anderen Reisepass, ich liebe die Vereinigten Staaten mit all ihren Fehlern, so wie es üblich ist, wenn man von irgendwo herkommt, so wie man die eigene Familie liebt. Es mag unvollkommen sein, aber es gehört zu dir und darum liebst du es, so denke ich über die USA. Und ich habe nicht die Gewohnheit, mich für die Vereinigten Staaten zu entschuldigen. Ich glaube sogar, dass ich das nie getan habe. Aber das Verhalten des amerikanischen Botschafters in Ungarn veranlasst mich dafür, mich zu entschuldigen bei Ihnen. It's disgusting and inexcusable. Es ist ekelhaft und unentschuldbar. Es ist auch so weit entfernt von den Normen der Diplomatie in meinem Land, dass es für mich schwer zu glauben ist, dass David Pressman tatsächlich tut, was er gerade tut. Und ich sage das als jemand, der sein Leben lang 35 Jahre in Washington verbracht hat. Ich bin der Sohn eines Diplomaten und darum habe ich vielleicht ein überdurchschnittlich gutes Gespür dafür, was Diplomatie bedeutet. Diplomatie ist ein ziemlich einfaches Konzept. Es geht um die Kunst, andere zu überzeugen, Länder davon zu überzeugen, dass man auf ihrer Seite steht
um ihnen zu helfen. Und die gesamte Prämisse hinter der Diplomatie ist, dass Länder unterschiedlich sind. Sie haben unterschiedliche Sprachen, Geschichten, Religionen und Kulturen. Und das ist oft schwer zu verstehen. Darum stellt man Leute ein, die das verstehen können, die ihre Sprache sprechen, die auf einer gewissen Ebene sympathisch sind. Und dann schickt man diese Leute in das andere Land, um zu versuchen, dieses Land zu überzeugen, egal ob es ein Verbündeter ist oder ein potenzieller Verbündeter oder sogar ein Feind in einer Angelegenheit, die ihnen hilft, auf der eigenen Seite zu stehen. Das ist der Sinn der Diplomatie, nämlich andere Nationen davon zu überzeugen, sich miteinander auf die eigene Seite zu stellen. Der Sinn der Diplomatie besteht nicht darin, andere Nationen zu bedrängen und ihrer selbst willen sie zu schikanieren, indem man ihrem Land auftaucht und sie anschreit, weil sie anders sind, als du selbst bist. Oder weil sie eine andere Geschichte haben, eine andere Sprache sprechen oder eine andere Religion praktizieren, vielleicht auch eine andere Kultur, denn das wäre das Gegenteil von Diplomatie. Das dient nicht den Interessen des Landes, das sie geschickt hat, es schadet ihm. Und so war das auch bei diesem Widerling wie David Pressman, der kein Diplomat ist, sondern der ein politischer Aktivist und ein Biden-Unterstützer war. Plötzlich taucht er in eurem Land auf und belehrt euch über eure Kultur. Und er bedroht alle hier, weil sie Dinge anders machen, weil sie in seinem Land etwas anders tun. Und das schadet den Vereinigten Staaten und ist eine große Blamage für mich als Amerikaner. Und es ist auch ein Skandal für mich, denn ich bin jemand, der seine Steuer dafür bezahlt hat. So sehe ich das. I would say that, even if I agreed with what he was saying. Das ist so, selbst wenn ich mit dem einverstanden wäre, was er sagt. Schauen Sie, es ist nicht einfach so, dass ich jetzt total mit allem hier einverstanden bin und mit David Pressman überhaupt nicht übereinstimme, sondern ich sehe das als amerikanischer Staatsbürger und aus dieser Sicht dient er nicht meinen Interessen. Er schadet den amerikanischen Interessen. Wenn er oder ein sogenannter Diplomat aus der Biden-Regierung plötzlich auftaucht und belehrt, sagen wir Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder irgendeinem wichtigen Golfstaat, indem er behauptet, wie und was alles da falsch ist, weil sie einen Ziegenhirten aus dem 7. Jahrhundert verehren. Ich bin zwar kein Muslim, aber ich wäre darüber zutiefst beleidigt, weil das nicht die Angelegenheit der USA ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, eure Kultur niederzureißen und anzugreifen. Es ist die Aufgabe unserer Diplomaten, euch für uns zu gewinnen und auf unsere Seite zu ziehen, indem sie grundlos verärgert werden. Und das ist wirklich nicht die Aufgabe eines Diplomaten. David Pressman tut dies nicht im Namen des amerikanischen Volkes, weil er seine Ansichten überhaupt nicht teilt. Das ist in unseren Meinungsumfragen messbar. Er tut es im Namen eines gewissen Prozentsatzes, eines winzigen Prozentsatzes der amerikanischen Bevölkerung im Namen einer Interessengruppe, der Human Rights Campaign, und das sind die Wasserträger der USA. Sie werden von den USA bezahlt, um mit dem Geld der Steuerzahler dieses Landes und alle ihre Bürger anzugreifen, weil sie Ansichten haben, die ihnen nicht gefallen. Und das ist noch nie zuvor passiert, zumindest nicht zu meinen Lebzeiten. Niemand vom Außenministerium hätte damit durchkommen können. Man hätte ihn sofort zurückgerufen, gescholten und sofort gefeuert. Und das sollte man übrigens auch mit David Pressman tun. So I just want to say, I'm embarrassed. Ich möchte also nur sagen, dass es mir peinlich ist, dass ich mein Herkunftsland mit einem Mann teile, der ein Schurke ist. Es ist entsetzlich und mein Rat, soweit ich mir anmaßen darf, Ihnen einen Ratschlag zu geben, wie man damit umgehen sollte, ist, nämlich abwarten. Warten Sie es ab. Die Vereinigten Staaten befinden sich an einem Ort, an dem so ein Verhalten nicht nachhaltig ist. Man kann kein globales Imperium führen, das darauf aufgebaut ist, andere Länder eine Boutique-Politik aufzuzwingen, die sie nicht wollen. Die Vereinigten Staaten haben, so glaube ich, viel für die Befreiung Ungarns getan.
von den Sowjets, von den Russen, und darauf bin ich stolz. Mein Vater war daran beteiligt. So habe ich von Ungarn erfahren, weil mein Vater vor 35 Jahren Budapest besuchte, als er noch unter dem Joch des Sowjets gelitten hat. Und der Zweck der amerikanischen Diplomatie im Osten und Mitteleuropa war es damals, das Land zu befreien, damit sie sich selbst versorgen konnten. Und die Idee war, dass man nicht will, dass eine ausländische Supermacht einem sagt und vorschreibt, wie man leben soll, denn dann ist das Gegenteil von Demokratie. Das ist Tyrannei. Und eines Morgens 35 Jahre später aufzuwachen und zu sehen, dass meine eigene Regierung genau dieselbe Art von Tyrannei ausübt, wie einst die Sowjets, die einem vorschrieben, man müsse Lenin verehren. Das Außenministerium in den USA sagt euch jetzt, ihr müsst Transvestiten verehren. Das ist gar nicht so anders. Es ist eine fremde Macht, die ihre seltsame Boutique-Religion anderen aufzwingt, und das ist falsch. Du hast das Recht zu verehren, wen und was du willst. Schließlich ist es dein Land. Als praktischer Mensch denke ich, dass das nicht so weitergehen kann, denn das ist nicht die Grundlage für ein erfolgreiches Imperium. Jeder will Freiheit, jeder versteht das Konzept der Selbstbestimmung. Wenn man zu Menschen geht, die unter einem fremden Joch stehen, und du sagst, eines Tages könnt ihr frei sein, dann verstehen sie das. Sie wollen das. Das ist ein Produkt, das man verkaufen kann, weil jeder es will. Wenn du aber in ein Land kommst und sagst, weißt du was, deine Jungs sollten eigentlich Mädchen sein, dann gibt es einen gewissen Prozentsatz, der begeistert sein wird darüber, dass er niemals Enkelkinder haben wird. Aber die meisten Menschen werden davon nicht begeistert sein. In der Tat werden die meisten Leute sagen, aber Jungen können nicht zu Mädchen werden. Das ist biologisch unmöglich. Das Geschlecht kann auf der Ebene der Chromosomen bestimmt werden. Wir können 300.000 Jahre alte Knochen ausgraben und feststellen, ob sie männlich oder weiblich waren. In der Wissenschaft gibt es kein nicht-binäres System. Du bist wahnsinnig. Hau ab, sagen die Leute. Most people don't want that product. And so if the purpose of your empire is selling something that nobody wants, you're not going to be in business for very long. Die meisten Leute wollen dieses Produkt nicht, und wenn der Zweck deines Imperiums ist, etwas zu verkaufen, das niemand will, wirst du nicht sehr lange im Geschäft überleben. Meine Hoffnung ist, dass die Vereinigten Staaten für 1000 Jahre im Geschäft bleiben. Ich liebe die Vereinigten Staaten, es ist mein Land, ich wiederhole mich, ich wurde dort geboren und werde es nie verlassen. Und ich liebe mein Land, aber die Leute, die es gerade führen, sind gefährlich und wahnsinnig. Und das sieht man an der Art und Weise, wie sie mit eurem Land umgehen. Auch wenn ihnen die Werte der Mehrheit der Ungarn nicht gefällt, auch wenn sie die ungarische Verfassung als christozentrisch ablehnt und meint, Viktor Orban sei ein Bösewicht, oder weil sie Gulasch hassen, auch wenn alles an Ungarn abstoßend für sie ist, es ist immer noch die Vereinigten Staaten, und sie können sehr viel Zeit damit verbringen, Ungarn zu schikanieren, während Ungarn niemand sonst schikaniert. Die Ungarn haben Ansichten, eure Regierung hat Ansichten, und selbst wenn du nicht mit ihnen übereinstimmst, musst du anerkennen, dass Ungarn seine Ansichten nicht in andere Länder exportiert. Sie werden nicht über die Grenzen rollen, um Gebiete, die sie nach dem Ersten Weltkrieg verloren haben, wieder zurückzuerobern. Es könnte passieren, aber es passiert natürlich nicht. Transsilvanien ist im Moment sicher in rumänischen Händen. Das ist doch wahr. Das hier ist keine expansionistische Macht. Dies ist keine Macht, die schwächere Nationen mit Sanktionen unterstützt bzw. unterdrückt. Ihr seid keine Macht, die hier hässliche Dinge in den Rest der Welt exportiert. Dies hier ist ein Land, das sich mit seiner eigenen Sicherheit und seinem eigenen Wohlstand beschäftigt. Das sind Worte, die man in den Vereinigten Staaten oft zu hören bekam. Ein Land, das sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert, und selbst wenn sie nicht zustimmen, was ich übrigens nicht tue, aber selbst wenn es anders wäre und ich würde das Außenministerium leiten, dann würde ich sagen, wisst ihr was, lasst uns Ungarn
zuhören. Wir haben größere Probleme, aber sie haben das nicht. Sie tun das nicht. Sie hassen Ungarn und sie hassen es nicht wegen dem, was es vielleicht getan hätte, sondern wegen dem, was es gerade ist. Es ist ein christliches Land und das hassen sie. Und das ist die Wahrheit. Niemand will es sagen, aber es ist wahr. Es ist kein besonders provokantes christliches Land, das glaube ich nicht. Die meisten Ungarn gehen in die Kirche, sie haben keine Theokratie, man muss nicht an den Katechismus glauben, um hier zu leben. So ist es nicht. Es ist ein sanftes christliches Land, das sanfteste überhaupt. Vor 300 Jahren sahen die Menschen das moderne Ungarn und sagten, das ist kein christliches Land. Aber nach modernen Standards ist es eines der letzten Länder, die sich als Nation auf christlichen Grundsätzen aufbaut. Nochmals, ich will Ihnen nichts aufzwingen, aber es ist genug, um unsere politischen Entscheidungsträger in den Vereinigten Staaten aufzurütteln. Und das ist genau der Grund, warum sie Russland hassen. Nebenbei bemerkt, ich bin kein Fan von Russland. Und wenn ich einer wäre, würde ich das vor einem ungarischen Publikum niemals zugeben. Wenn ich höre, dass Orban als Putin-Lutscher bezeichnet wird, kommt mir das Bild in den Sinn von Viktor Orban, der von sowjetischen Polizisten mit einem Schlagstock in den Nacken gegen ein Polizeiauto gedrückt wurde. Ja, er ist wahrscheinlich nicht pro-russisch, nur eine Vermutung. Aber warum erheben Sie überhaupt diesen Vorwurf? Nun, weil eine Sache, die Russland und Ungarn gemeinsam haben, ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich als Christen identifizieren. Warum sollte das eine Provokation sein? Ein großer Teil der Malaysier bezeichnet sich als Muslime. Für mich ist das in Ordnung, aber für Washington ist es überhaupt nicht in Ordnung. Für sie ist es zutiefst beleidigend, das lebendig anzusehen. In Europa überhaupt, vor allem in Europa, und das ist natürlich der Kern, es ist nicht rational. Das passiert auf einer Bauchebene, aber es wird durch Politik ausgedrückt. Politik, für die ich mich schäme und von der die meisten Amerikaner nicht einmal merken, dass es sie gibt. Die Tatsache, dass Amerikaner, die in Ungarn arbeiten, ungarische und amerikanische Steuern zugleich zahlen müssen, ist eines der wenigen Länder auf der Welt, in denen das so ist. Das ist eine Strafe, eine Bestrafung unter deiner Verfassung und für deine Einstellung. Das ist Kulturimperialismus. So haben wir es früher genannt. Der Gedanke, dass das größere Land seine Interessen durchsetzen kann, indem es seine Lebensweise kleineren Ländern aufzwingt, ohne sie davon zu überzeugen, Coca-Cola zu trinken, weil es gut schmeckt, sondern weil sie zur Konvertierung gezwungen werden. Passe dich an oder du stirbst, das ist das Motto. Diese Haltung ist den Amerikanern eigentlich zuwider, weil es das Gegenteil eines amerikanischen Versprechens darstellt und das lautet, alles ist freiwillig. Komme, schlage dich auf unsere Seite und zwar, weil du es willst. Wir haben dir etwas Besseres zu bieten, wir werden dich nicht zwingen. Wir wollen, dass du aus eigenem Antrieb und aus freiem Willen zu uns kommst. Aber das ist heutzutage nicht mehr wahr. Und was meiner Meinung nach traurig ist, ist, dass während die Vereinigten Staaten der Welt immer noch eine Menge zu bieten haben, und ich würde niemals weggehen, ich hoffe, dass mir das niemand übel nimmt, wenn ich es wiederhole, denn für mich ist es das schönste Land der Welt. Es ist, seien wir ehrlich, es gibt natürlich auch Schäbiges, Entschuldigung, es ist schön und es hat wunderbare Menschen. Und ich weiß, dass viele von euch dort Verwandte haben. Viele von euch sind Amerikaner. Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Wir sind von Verrückten übernommen worden, aber der Kern des Landes hat sich nicht verändert. Was für mich so interessant ist, ist, dass die Leute, die die Vereinigten Staaten gerade führen, nicht einmal mehr vorgeben, den Menschen ein besseres Leben zu bieten, die dort leben, was eine große Veränderung darstellt. Ich meine, im Laufe meines Lebens, noch bis vor kurzem, hatten wir Leute, für die ich gewählt habe, Leute, die ich heute niemals mehr wählen würde. Aber alle haben im Grunde das gleiche Versprechen gemacht, um sie zu wählen. Gebt mir die Macht und ich werde euer Leben besser machen. Und so werde ich es tun. Und was sie anbieten, ist eine Welt, in der menschliches Gedeihen, wenn nicht unmöglich, so doch sehr schwierig ist.
Die Regierungspartei ist die Partei der Kinderlosen, der Unverheirateten, der Menschen, die für wenig Geld arbeiten, geringe Löhne für große Unternehmen, und sie wohnen in winzigen Wohnungen in überfüllten Städten, die voller Kriminalität sind. Das ist kein Klischee, es ist wahr. Und wer stimmt für die Leute, die die Vereinigten Staaten im Moment regieren? Das sind dieselben Leute, die wieder für große gemeinnützige Organisationen arbeiten oder große Banken. Sie leben in eingeengten Verhältnissen, sehr oft allein in seelenlosen Großstädten, wo sie ihr Essen geliefert bekommen. Manchmal oder meistens sogar von Emigranten, während sie ihre Zeit vor einem Bildschirm verbringen. Wonach hört sich das für dich an? Es hört sich eigentlich wie ein Gefängnis an. Es klingt wie ein Gefängnis. Wenn Menschen gegen unsere Gesetze verstoßen in den Vereinigten Staaten, da bestrafen wir sie. Nur, wir richten ein paar hin, nicht sehr viele, aber meistens ist unsere härteste Strafe das Einsperren in eine kleine Zelle, wo sie den Himmel nicht sehen können, wo ihr Essen durch die Gitterstäbe geliefert wird, oft von Einwanderern aus der Commissary des Gefängnisses, wo sie isoliert eingesperrt sind, völlig einsam und fern von der Natur. Nun, das ist das Leben eines durchschnittlichen demokratischen Wählers in den USA. Einsamkeit, Isolation, abgeschnitten von der Natur. Wer sind die Menschen, die sich dagegen wehren? Einige von ihnen sind Republikaner. Sie werden von mir kein Wort hören zur Unterstützung der Republikaner, die auf die unehrenhafteste Weise mit der Regierung Biden zusammengearbeitet haben. Anstatt also Republikaner zu sagen, werde ich sie beschreiben als jemand, der nicht mit dem Programm übereinstimmt, was gerade die Mehrheit der Menschen in meinem Land ist. Wo leben sie? Nun, noch wichtiger ist, wie leben sie? Auf dem Papier sind sie im Allgemeinen ärmer. Aber ist ihr Leben darum schlechter? Wenn man an einem Ort lebt, wo man den Himmel sehen kann, wo du dein eigenes Essen machen kannst und vielleicht sogar weißt, woher es kommt, wenn man nach draußen gehen kann und, sagen wir, drei Arten von Bäumen identifizieren oder Vögel hören kann und die Stille erlebt, das seltenste Gut in der modernen Welt, Stille, wo man Stimmen hören kann, die nicht von NBC News oder Google gesendet werden, vielleicht höhere Stimmen. Das sind die Leute, die nicht bei dem Programm sind. Menschen, die täglich Erfahrungen mit anderen Menschen machen. Oder die tägliche Erfahrung mit der Natur, mit der sie verbunden sind. Und diese Menschen sind viel eher bereit, eine Macht anzuerkennen, die über sich selbst und über die Regierung hinausgeht. Für das alles gibt es einen Grund, denn sie können ihn erkennen, sie können es sehen. Wenn man isoliert in einer Zelle lebt, wie es die Stadtplaner in den Vereinigten Staaten heute so bezeichnen als Verdichtung, von dem sie behaupten, dass es irgendwie also gut für das Klima oder die Welt sein soll, nein, das ist der Tod. Es ist Versklavung, das ist, was es wirklich ist. Wenn man auf engstem Raum lebt, wie ein Tier auf einem industriellen Bauernhof als Kuh oder als Huhn in einem Pferch, dann bist du nicht frei, du bist versklavt. Und du kannst nicht klar denken und dein Bezug zu dem, was wichtig ist, geht verloren. Du siehst weder Sterne, noch kannst du Gottes Schöpfung um dich herum erkennen. Du siehst die Trockenbauwände und die Bildschirme von anderen Leuten, die es nicht gut mit dir meinen. Und deine Fähigkeit, klare Urteile zu fällen und klar und vernünftig zu denken, geht verloren. Das nächste, was du erkennst, ist, dass du 3 Jahre später immer noch eine Corona-Maske vor dem Gesicht trägst. Denn woher solltest du wissen, dass du es nicht tun sollst? Vor 4 Jahren bin ich mit meiner Frau und unseren vielen Kindern umgezogen, außerhalb einer Stadt, in der ich die meiste Zeit meines Lebens gelebt habe, nämlich in Washington, D.C. Ich bin in eine ländliche Gegend gezogen und das allererste, was mir auffiel, als wir die Stadt verließen, war, dass jedes Mal, wenn man anhielt und etwas tat, egal ob in einen Laden zu gehen, etwas zum Trinken zu holen, etwas zu kaufen, Essen vielleicht, zum Postamt zu gehen, das allererste, was passierte, war, dass jemand mit uns geredet hat. Weißt du, wie es ist, mit einem Menschen zu reden? Es ist anders als eine SMS. Die Leute sprechen und du schaust auf ihre Gesichter, wenn sie mit dir reden.
Und ich hatte diese Erfahrung zuvor nicht so oft gemacht, erst als ich in eine ländliche Gegend zog. Und sie haben geredet und sie sagten Dinge, die nicht unbedingt relevant waren für meinen Tagesablauf, wie zum Beispiel, wie geht es dir, wie geht es deinen Hunden, solche Sachen. Und mein erster Instinkt war, Mann, ich muss los, ich muss Texte schreiben, ich muss eine Menge E-Mails beantworten, ich habe keine Zeit, um mit dieser Person zu reden. Und ich wurde nervös. Es war, als ob mir jemand im Weg stände und meinen Zeitplan stört. Und dann habe ich nach einem Jahr erkannt, dass es der Sinn des Lebens ist. Es geht nicht darum, SMS zu schreiben, es geht darum, Beziehungen mit anderen Menschen zu haben. Das ist der ganze Sinn des Lebens. Von dort kommt die ganze Freude. Sie kommt nicht vom Geld, es kommt von der Beziehung zu anderen Menschen und auch zu Gott. Und das eine führt zum anderen. Zuvor versuchte ich, so nah an der Erde wie möglich zu leben, während ich in einer Stadt wohnte und alles völlig aus den Augen verlor. Ich würde das hier gerne damit zu Ende bringen, indem ich sage, wenn Sie versuchen zu beurteilen, ob eine politische Philosophie eine gute oder eine schlechte Philosophie ist, dann gibt es einen ganz einfachen Test. Sieh dir an, was am Ende dabei herauskommt. Wenn ein Politiker, wenn eine Führungskraft dir sagt, stimm für mich, unterstütz mich, schick mir Geld, ich bin auf deiner Seite, dann gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob diese Person es wert ist, indem du dir ansiehst, was er geschaffen hat, sowohl um ihn herum als auch in seinem eigenen Umfeld und in seinem eigenen Haus. Ist diese Person glücklich verheiratet, respektiert seine Frau ihn, hören seine Kinder auf ihn, wie viele Hunde hat er, ist er der Führer einer Stadt und ist der Ort oder die Stadt oder das Land, das er regiert, angenehm und schön, ist es dort sauber, gibt es mehr oder weniger Graffiti, gibt es Menschen, die auf der Straße leben, wie viele Prozent der Menschen sind drogenabhängig, wie viele Menschen sterben an Drogen, Überdosen auf dem Bürgersteig im letzten Monat, diese Dinge sind messbar. An den Früchten werden Sie also erkennen, ob das eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache. Und du wirst auch an dem Grad erkennen, in dem die Person dich anlügt. Nun, wir wissen, dass alle Politiker lügen. Das ist ein Merkmal der Politik. Es ist also eine Frage des Grades. Lügt er dich in kleinen Dingen an? Gibt er damit an, dass ich 1 Million Leute auf meiner Veranstaltung hatte? Nein, es waren 300.000. Nein, es war 1 Million. Okay, das ist eine Lüge. Aber ist es eine Lüge, die deine Existenz bedroht? Wahrscheinlich nicht. Es sind diejenigen, die einem das 180-gradige Gegenteil der Wahrheit sagen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Und sie sind diejenigen, die euch versklaven werden. Und das ist wahr. Wenn sie dir sagen, dass es Nacht ist, wenn die Sonne scheint, wenn sie dir sagen, dass oben unten ist, schwarz ist weiß, dann sind sie diejenigen, die man meiden sollte. Sie sind dunkle Kräfte. Und selbst in einem so großen Land wie im meinen, mit so viel mehr Möglichkeiten als jedes andere Land der Welt, bei uns gibt es 150 verschiedene Marken von Katzenstreu in den Vereinigten Staaten. Wir haben die Wahlen. Aber selbst in einem Land, wo das Versprechen gilt, dass es für jeden einen Geschmack gibt, gibt es andererseits keinerlei Vielfalt. Es gibt keine Wahl bei den Medieninformationen, die ihr erhaltet. In unserer Medienlandschaft sagt jeder immer das Gleiche. Und jetzt musst du dich fragen, warum ist das so? Die Antwort ist natürlich sehr einfach, weil sie dich anlügen. Und jeder, der nicht lügt, wird bestraft und von der Bühne gestoßen. Ich bin mein ganzes Leben lang in der Medienbranche tätig gewesen, 32 Jahre, seit August 1991, und ich habe das gewusst. Und diese Erkenntnis ist im Laufe der Jahre gewachsen. Aber erst wenn ich außerhalb meines Landes reise, wird es für mich real. Besonders gerade jetzt, diese Woche in Ungarn. Ich werde Ihnen nur ein Beispiel nennen, nämlich den Krieg in der Ukraine. Ich denke, dass anständige Menschen unterschiedliche Ansichten erkennen können über den Krieg. Ich habe meine Meinung, du kannst anderer Meinung sein als ich.
Ich denke nicht, dass mich das zu einem schlechten Menschen oder einem Diener Putins macht. Und ich glaube nicht, dass deine Meinung dich zu einem Idioten oder einem schlechten Menschen macht. Ich denke, es ist völlig fair, anderer Meinung zu sein. Was ich ablehne, ist, über die Fakten zu lügen. Und in den Vereinigten Staaten ist es derzeit so, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass die ukrainische Armee so kurz davor ist, Russland zu erobern. Und noch einmal, ich denke, es ist total fair, die ukrainische Armee anzufeuern. Ich greife niemanden an. Es tut mir leid, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Ich vertrete in dieser Sache nicht die russische Position. Ich sage nur, dass die Tatsache, was tatsächlich passiert, nicht was wir uns wünschen, dass es passiert, sondern was tatsächlich passiert, wichtig ist, wenn wir entscheiden können, was wir als nächstes tun sollen. Und in den Vereinigten Staaten glaubt praktisch jeder, den ich jemals getroffen habe, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Nun, wenn Sie einen Moment darüber nachdenken, Sie haben ein Land, das 100 Millionen Einwohner mehr hat als das andere Land und es verfügt über ein viel stärkeres Militär. Industriekapazitäten, kann mehr Raketen herstellen, mehr Munition herstellen, mehr Panzer als das andere Land. Im Laufe der Zeit hat also das größere Land fast sicher den Vorteil zu gewinnen, richtig? Das ist ein physikalisches Prinzip, richtig? Es ist keine Aussage über die Zugehörigkeit. Du bist kein Handlanger für jemanden, wenn du das anerkennst. Wenn wir ringen und du mich um 100 Kilo überragst, wirst du wahrscheinlich gewinnen, weil du größer bist. Das ist eine Tatsache. Und doch pocht mein Land, eine Nation von 350 Millionen, genau auf das Gegenteil und erzählt den Menschen seit 1,5 Jahren aus ideologischen Gründen genau den Unsinn, den es gerade verbreitet. Das ist eine Funktion der Propaganda, es ist eine Lüge. Und das Beängstigende ist, dass sonst sehr intelligente Menschen das alles glauben, obwohl man es immer noch kann. Und das kann sich ändern, denn wenn Sie auf Wikipedia in den Vereinigten Staaten gehen und sich die Bevölkerungszahlen ansehen, wie viele Menschen leben in Russland, wie viele Menschen leben in der Ukraine, dann erfahren sie, oh, der eine überragt den anderen und 100 Millionen mehr Menschen. Und der wird wahrscheinlich gewinnen. Vielleicht sollten wir uns ein wenig bemühen, Frieden zu machen oder was auch immer, oder unsere Erwartungen entsprechend anpassen. Aber nein, und das ist lustig, ich bin hier seit ein paar Tagen in Budapest und ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen und vielleicht 27 verschiedene Mahlzeiten gegessen und in eurem Land viel an Gewicht zugelegt. Ich muss ehrlich sein, das ist keine Kritik, nur eine Tatsache. Und ich habe jeden Menschen gefragt, dort wo ich herkomme, dass am besten informierte, die technologisch überlegenste Nation der Welt in der Geschichte der Menschheit, das einzige Land, das einen Menschen auf die Oberfläche des Mondes gebracht hat, aus diesem Land komme ich. Bei uns glaubt jeder, dass die Ukraine eine F-16 davon entfernt ist, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Und jeder einzelne Ungar, die meisten von ihnen sind übrigens antirussisch. Und ich habe niemanden getroffen in Ungarn, der die Russen wirklich mag. Ich bin nur ehrlich, sie mögen die Russen nicht. Aber alle haben mich angeschaut, als ob ich verrückt wäre. Wie bitte? Nein? Und es ist peinlich. Es ist peinlich, aus einem Land zu kommen, das schon einmal belogen wurde und die Lügen so gründlich geglaubt hat. Aber die Wahrheit ist, dass das irgendwie der Zustand der Menschen ist. Immer wenn ich nach Europa komme, interessiere ich mich für die Ottoman-Besatzung. Und das Erstaunliche für mich ist, dass diese Länder, die Muslime waren, an einem Tag Christen wurden, nämlich an dem Tag, an dem die Belagerung geendet hat. Und du denkst dir, naja, haben sich all diese Leute an einem Tag bekehrt? Nicht alle, aber ja, die meisten von ihnen. Denn die tiefe Wahrheit, die niemand zugeben will, ist, dass Führung wichtig ist. Wenn man weise Führungspersönlichkeiten hat, die sich klar ausdrücken, Ziele formulieren und deren physische Realität mit der unveränderlichen menschlichen Natur verwurzelt sind, diese Führer werden glückliche, wohlhabende Länder schaffen. Und wenn du Führer hast, die giftige Ideen verbreiten, die in einer antihumanen, antitheologischen Ideologie verwurzelt sind,
Wenn Sie eine verrückte Idee wie Marxismus oder Neoliberalismus haben oder Transgenderismus oder was auch immer mit Ismus endet, diese Führer werden ihre Länder in den Untergang führen. So sehr ich als gebürtiger Kalifornier auch glauben möchte, dass jeder die gleiche Meinung hat und wir alle gleich sind, die Summe unserer Entscheidungen zeigt, dass es nicht wahr ist. Wir sind alle Geiseln der Geschichte. Wir leben in einer Welt, die nicht wir geschaffen haben, sondern die unsere Führer für uns geschaffen haben. Das ist wahr. Und im Großen und Ganzen werden wir ihnen folgen, wohin sie auch gehen. Und deshalb ist deine Position wichtig, sie ist wesentlich. Dein Herz mag sich nicht ändern, wenn die Führung sich ändert, aber die Welt um dich herum schon. Tun Sie also alles, was Sie können, um gute Führung zu bewahren. Das wäre mein abschließender Ratschlag. Danke, dass Sie mich ertragen haben. Ich höre jetzt auf. To preserve good leadership, that would be my parting piece of advice. Thank you for enduring me.